Moin Moin, Aloha und Servus zur vierten Folge der Tech und Hardware News. Mein Name ist Andreas Sperling und das sind die Neuigkeiten der Woche. Microsoft macht Gaming für behinderte Gamer noch zugänglicher. Der PlayStation 5 Controller macht Zicken und Sony wird deshalb vor Gericht gezerrt. Außerdem, Gamer in den USA geben 4,5 Milliarden Dollar für Hardware aus. Diese Themen und mehr sowie meine ganz persönliche Meinung dazu gibt es jetzt. Also lasst mal drüber reden. Wir alle lieben Videospiele und ich denke, wir sind uns alle ebenso einig, dass eine Behinderung kein Grund sein sollte, dieses Hobby nicht zu genießen. Deshalb ein großes Danke an dieser Stelle an Microsoft. Die haben nämlich ihre Xbox Accessibility, also Zugänglichkeitsguidelines, geupdatet, damit sie Partnern in der Industrie besser helfen können, ihre Spiele für ein noch breiteres Publikum zugänglicher zu machen. Darin sind Vorschläge enthalten, die Modi für Farbenblinde ermöglichen, Bedienungsalternativen oder einfach nur die Anpassung des User-Interface. Außerdem haben Entwickler die Möglichkeit, ihre Xbox- oder PC-Spiele an Microsoft zu schicken, welche daraufhin testen, welche Möglichkeiten der Entwickler hat, bestimmte Barrieren aus dem Weg zu räumen, die ansonsten Spieler ausschließen würden. Außerdem werden die Informationen an Non-Profit-Organisationen und Experten weitergegeben, um auch in anderen Bereichen von dem erlangten Wissen profitieren zu können. Ich finde, das ist ein absolut wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne wissen lassen, ob ihr vielleicht selbst eine Behinderung habt und mit welchen Hilfsmitteln das Spielen für euch erleichtert wird. Vielleicht wäre auch mal ein Video zu alternativen Controllern und Eingabehilfen für euch eine spannende Sache. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Kryptominer sind in der aktuellen Hardware-Knappheit, in der wir uns befinden, ungefähr genauso beliebt wie Blizzard zu seiner Diablo Mobile-Ankündigung. Doch ein Internetcafé, welches unter Ausbleiben seiner Kundschaft durch die Pandemie finanziell stark zu leiden hatte, macht das Beste aus seiner Not durch Kryptomining. Das Internetcafé Computerstar in Vietnam hat den Laden schlicht und ergreifend in eine Krypto-Mining-Farm umgestaltet. Die bereits vorhandenen RTX 3080 werden dadurch gleich mitgenutzt. Wobei es einen schon skeptisch stimmt, welches Internetcafé hatte bitte 3080er Grafikkarten in seinen Rechnern verbaut. Aber vielleicht ist oder war das Internetcafé auch ein Gaming-Internetcafé mit High-End-Performance-Rechnern? Keine Ahnung, das klingt auch ein bisschen unwahrscheinlich. Trotzdem eine von meiner Meinung nach wenigen Ausnahmen, wo ich Verständnis für die Miner habe. Der Strom in Vietnam ist auch sehr günstig und solange sich die Besitzer damit über Wasser halten können, bis das Schlimmste vorbei ist, sollen sie noch machen. Und nochmal was zu Microsoft. Der kalifornische Konzern hat sein neues Wireless-Headset vorgestellt, welches sowohl mit der Xbox, dem Smartphone als auch dem PC kompatibel ist. Schlanke $100 sollen die Bluetooth-Kopfhörer kosten. Über die Xbox Accessories App lassen sich über den Equalizer auch Custom-Settings anlegen, wie zum Beispiel die Höhen und Tiefen. Unterstützt wird Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone Spatial Sound. Laut Microsoft soll die Akkulaufzeit 15 Stunden betragen und über eine Zeitspanne von 30 Minuten mittels USB-C Quick Charge bereits 4 Stunden Leistung liefern können. Der Release des Xbox Wireless Headsets soll der 16. März sein. Ich werde es mir definitiv vorbestellen und ausgiebig testen. Für den Preis kann man nicht so viel falsch machen und das Design gefällt mir auch noch. Ob das Headset dann auch wirklich was taugt, das erfahrt ihr natürlich wie immer auf unserer Website www.gamestar.de. Die Skandale um die PlayStation 5 hören einfach nicht auf. Erst war es der sehr holprige Verkaufsstart der Konsole, dann die anhaltende Problematik mit den Scalper-Bots und nun wird Sony auch noch wegen dem DualSense-Controller vor Gericht gezerrt. Der sogenannte Controller-Drift ist dabei Stein des Anstoßes. Damit gemeint ist die Bewegung des Spielecharakters, obwohl man den Controller gar nicht berührt. Sony wird außerdem vorgeworfen, von dem Problem gewusst zu haben. So wird dem Konzern in der Klageschrift vorgeworfen, betrügerisch, täuschend, ungesetzlich und unfair gehandelt zu haben. Durch Beschwerden der Spieler und Pre-Release-Tests muss Sony das Problem mit dem Controller zudem bekannt gewesen sein. Vertreten wird der Fall von der Kanzlei Chemicals, Schwartz, Kreiner und Donaldson Smith. Bei dieser in den USA sogenannten Class Action Lawsuit kann sich jeder Spieler mit den gleichen Problemen anschließen. Verklagt wird sowohl die Sony Corporation of America als auch Sony Interactive Entertainment. Meine Meinung? Ich persönlich habe nie ein Problem mit meinem PlayStation 5 Controller gehabt. Jedoch heißt das natürlich nicht, dass die Probleme nicht existieren. Doch selbst wenn nichts daran sein sollte, ist eine Untersuchung eine gute Sache für uns Spieler, denn am Ende kann im schlimmsten Fall nur eine Verbesserung des Produkts dabei rumkommen.
Aber sagt uns doch mal in den Kommentaren, ob ihr Probleme mit eurem PS5-Controller gehabt habt. Vielleicht ist es ja doch ein weiter verbreitetes Problem als vermutet. Der Hardware-Markt boomt und boomt. Und das trotz oder gerade wegen der Pandemie. In den USA haben Gamer im Jahr 2020 sage und schreibe 4,5 Milliarden US-Dollar für Hardware und Zubehör wie Headsets, Controller und Keyboards ausgegeben. Das ist ein Anstieg von 62% im Vergleich zum Vorjahr. Dafür könnte man sich 45 Eurofighter kaufen, das gesamte Militär Dänemarks für ein Jahr finanzieren oder alle existierenden Star Wars Filme dreimal neu drehen, was bei manchen Teilen vermutlich keine schlechte Idee wäre. Die Zahlen kommen von der Marktforschungsgruppe NPD Group, welche ebenfalls ermittelt haben, dass 2020 40% der Amerikaner PC-Games gespielt haben. Und bei den Zahlen reden wir jetzt nur vom PC-Hardware. Konsolen wie PlayStation, Xbox, Switch sind da noch gar nicht abgebildet. Natürlich ist klar, dass der Markt wächst, doch die Geschwindigkeit ist einfach beeindruckend, wenn man bedenkt, dass zu meiner Schulzeit in den 90ern Gaming noch als schmuddelig und nischig galt. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Die Zeit rennt und wir sind wieder am Ende der Hardware- und Tech-News für diese Woche. Doch wir packen natürlich nicht zusammen, ohne euch nicht einen Einblick ins Team gegeben zu haben. Aldi verkauft ab dem 25. Februar einen neuen Gaming-PC und mein Kollege Nils Rettig ist sich sicher, dass er extrem schnell ausverkauft sein wird. Warum das so ist und was der PC so alles kann, das erfahrt ihr im verlinkten Artikel über mir. Also schaut mal rein und greift dann lieber schnell zu, solange es möglich ist. Mein lieber Cutter und Kameramann Raphael hat mit seinem Kumpel No Man's Sky im Koop in VR gespielt. Für das Setup haben sie eine Oculus Rift und eine Oculus Quest mit Linkkabel benutzt. Anfängliche Schwierigkeiten waren, dass der Host-PC mit ungefähr 12 Frames keine ausreichende Framerate geliefert hatte. Nach Steam-Neustart und Reinitialisierung des Spiels ging es aber dann doch mit stabilen 40 bis 50 FPS. Außerdem macht die Quest Probleme, weil sie sich zwar mit dem Spiel synchronisieren ließ, jedoch ständig hängen blieb, während das Spiel auf dem PC jedoch funktionierte. Die Lösung war das Linkkabel an einen USB-Port direkt im Mainboard, anstatt an einen Frontport des Gehäuses zu schließen, da letzterer nicht genug Spannung für die VR-Brille lieferte. Also denkt dran, Kabel immer hinten rein. Und was gab es bei mir? Ich wollte letzte Woche Sonntag auf meinem Twitch-Kanal Horrors Alive über meinen Nintendo 64 Resident Evil 2 streamen und die alte Nintendo-Kiste ist mir vorher tatsächlich abgeraucht. Ich war schon kurz davor, sie aufzuschrauben, um mir das Ganze mal genauer anzuschauen, aber am Ende habe ich mir dann doch einfach ein neues Netzteil bestellt und Tatsache, die Konsole funktioniert wieder einwandfrei. Daran sieht man mal wieder, nicht sofort aufgeben und wegwerfen und neu kaufen, sondern kurz überlegen und schauen, ob man nicht noch irgendwo ein günstiges Ersatzteil finden kann. Was ihr noch machen könnt, ist ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Habt Spaß beim Zocken, eine schöne Woche und bis bald.